Tja, Rotlachs als Trophy, das wäre natürlich der absolute Traum. Rotlachs-Trophy habe ich da doch tatsächlich gestern Abend noch im Chat gesehen. Alter Faller, ich glaube, da kommt direkt der nächste. Und ich habe hier mir jetzt ein bisschen probiert an der Stelle, wo die Dinger reingehen sollen. Da ist er. Diesmal jetzt nicht maßig. Ich bin jetzt ein bisschen hier hin und her gelaufen in diesem Bereich und habe ein bisschen rumprobiert jetzt auch. Das A und O und die wichtigsten Informationen, wie und wo, hatte uns glücklicherweise Dark Guru komplett reingeschrieben im Discord. Also steht im Discord, Link zum Discord unterm Video. Im Bereich Yama sind die ganzen Details. Ich habe das Setup jetzt so einigermaßen angepasst sozusagen. Ich habe jetzt einen 9 Kilo Fluorocarbon-Vorfach. Ich habe den Köder, den passenden. Und jetzt wird hier getestet. Was ich jetzt gerade schon etwas anders gemacht habe, beziehungsweise vielleicht sogar machen musste. Ich musste hier so ein bisschen rumlaufen. Denn exakt auf der Position lief da bei mir. Ja, zwar am Anfang direkt einer, wo ich dachte, Alden, geht direkt los oder was? Aber danach folgte, ja, das übliche Trauerspiel. Und jetzt laufe ich halt wieder hier so ein bisschen rum und zack, gehen auf einmal wieder die Rotlachse rein. Erstmal noch einen Kaffee rein, schön. So. Also, Rotlachs. Schön auf feinem Setup, da stehen die ja drauf. Und dementsprechend habe ich jetzt auch hier mein sehr, sehr feines Setup ausgepackt. Ich bin jetzt gerade nicht ultralight-mäßig unterwegs, sondern nur light. Wobei das auch schon ein bisschen übertrieben ist, aber gehen wir gleich im Detail nochmal drauf ein natürlich. Und ja, wie gesagt, von den Details. Dark Guru hat er hier schön reingeschrieben mit dem handgemachten Spinner. Man sieht es oben links in der Ecke auch. Da haben wir den schwarzen handgemachten Spinner. Und den jubeln wir hier raus. Seine Ursprungsposition war wohl ein bisschen, ich glaube, ein bisschen weiter links, hat er geschrieben. Und ist dann aber einfach hier weiter lang gelaufen. Heißt also, was man halt auch so macht. Suchen. Also an einem Spot rumrennen, testen, testen, testen. Dann ein bisschen probieren mit anderen Ködern. Und wenn man sagt, okay, der Köder funktioniert aber eigentlich, er triggert den Zielfisch, dann rennt man halt verschiedene Spots ab. Und jetzt bin ich auch gerade von dem Spot, den er gepostet hat. Ich gucke gerade mal eben. 200 und dann auf 194, das ist so ein paar Meter weiter da rechts, bin ich jetzt gerade mal hier hochgegangen wieder, ein bisschen zurück und zack, siehe da, also von hier hinten, dann wieder ein bisschen weiter und raus damit. Also hier war jetzt gerade der erste. Man muss natürlich auch immer gucken, Wetterverhältnisse waren ein bisschen anders bei ihm, deswegen werde ich auch noch mal gucken, wie das bei Sonnenschein war. Mittagszeit, das haben wir ja schön hier im Bild dann drin. Mittagszeit, Sonnenschein, ungefähr 12 Grad. Das heißt also ein Tag, der vielleicht auch nicht ganz so warm war. Das werde ich auf jeden Fall nochmal nachtesten. Bei etwas kühleren Tagen mit leichtem Sonnenschein und dann auch nochmal mit ähnlichem Setup. Ja, aber das hatte ich halt hier jetzt mehrfach und die ollen Dinger, die wollen wir nicht. Das heißt, man muss einfach auch ein bisschen hin und her laufen und gucken. Einholgeschwindigkeit muss man natürlich dann auch. Er hatte geschrieben 25er Einholgeschwindigkeit. Auch das muss man natürlich dem Setup wieder anpassen. Was für eine Rolle hat man? Wie hoch ist da die Übersetzung? Wie groß ist der Spulenkopf und solche Sachen? Es sind immer so Richtwerte. Das heißt, auch euer Setup dann ungefähr dementsprechend anpassen, wenn ihr nicht exakt das gleiche Setup habt. Da gehen wir einfach mal nicht von aus. Ist schon auch ein sehr krasses Setup, was er da gerade hat und mit dem er da rumhantiert. Aber ich muss sagen, dieses Setup hier, gerade auch die Route,
fürs Spinning und so Sachen schmeckt das Ding auch richtig. Richtig schönes Teil. Super von der Aktion, beziehungsweise auch wie der Blank dann schön in die Kurve geht. Also der sorgt quasi nochmal schön dazu, dass die Kopfschläge richtig schön halt eher so in den Blank reingehen, abgefedert werden. Macht also richtig Bock. Ich hatte gerade halt den etwas größeren, den Keta hier drauf. Und da ballerte das richtig gut rein. So, jetzt haben wir schon gleich die Abendstunden. Ich war leider erst mittags hier am Spot. Das heißt, ich werde das auf jeden Fall nochmal den nächsten Tag, was haben wir gleich? Ja, konstant, ne? Den nächsten Tag oder den übernächsten Tag hier gleich nochmal ein bisschen testen. Auf Rotlachs und Co. Wir gehen nochmal eben auf Setup ein. Und währenddessen laufe ich immer noch ein bisschen weiter. Renn hier ein bisschen rum und teste weiter. Denn Zielfisch, wie gesagt, Rotlachs und Silberlachs für mich, die müssen wir auf jeden Fall weiter ausprobieren. Auch wieder hier mit dem Spinner, eher mal so ein bisschen langsamer. Ja, machen wir mal so in dem Bereich. Genau, also die Route, es ist die Route vom Weihnachtsmarkt. Noch ist er da, der Weihnachtsmarkt. Gucken wir mal, wie lange noch. Ich gehe mal davon aus, dass der noch bis zum nächsten Gewässer-Update da ist. Dass da, dass da einfach keine Zeit reingesteckt wird, sondern alle Arbeitszeit von RF4 gerade in das neue Gewässer geht. Ist ja auch gut so. Wir wollen das neue Gewässer, so soll das sein. Und dementsprechend hat man halt noch die Chance jetzt hier auf diese Route, wenn man Bock hat, auf so ein leichtes Gerät. 2 bis 10 Gramm Wurfgewicht. Das ist das, was die Route ausmacht. Das ist schon richtig krass. Also 2 bis 10 Gramm Wurfgewicht. Das auf einer Leitroute. Das heißt, wir sehen hier bei den Leitrouten, wir können Tausender und 2000er Rollen verwenden. Maximal. Bedeutet also, das Beste, was man sich halt in dem Bereich holen kann, an Rollen oder eine sehr gute ist hier das Gerät. Sahnemäßig, schweineteuer, aber ist eben auch richtig, richtig schick fürs Spinning. Hat wie gesagt ganz, ganz gute Werte. 2000er Rolle, 6,2 in der Übersetzung, also das zieht halt richtig, ja, richtig schnell rein. Und schnurfassungsmäßig ist es, ich sag mal so im Mittelfeld. Es ist ganz okay, was da noch an Schnur drauf geht. Ich habe jetzt hier sogar eine 12,8er Schnur drauf. Naja, nicht mehr so ganz, ne, von der Tragfähigkeit. Aber das reicht mir jetzt gerade. 130 Meter wird schon passen. Zack, ich werfe nochmal raus hier. Kurz vor 10 in der Nacht. Oh ja, guck mal da. Da geht sogar noch einer rein. Hoffentlich kein König. Nee. Das ist doch nochmal ganz nett. Und dann ist aber auch jetzt gleich hier schon Ende. Man sieht das aber auch hier von der Aktion, ne? Also wie schön das hier schön rund reingeht in den Blank. Das heißt, das wird alles schön abgefedert. Gerade der war noch ein bisschen schwerer. Das hat auch richtig gut funktioniert. Also das macht schon Bock, die Route. Hat halt richtig schön Power, um solche Fights dann irgendwie schön abzufedern. Na guck. Und dann können da auch gerne jetzt irgendwelche dickeren Brocken reingehen. Ich werde es hier, wie gesagt, noch ein bisschen testen. Und vor allem hier auch rauf und runter rennen. Einfach hier nochmal diesen Bereich. Ja, ich habe noch ein bisschen weiter getestet. Anderer Tag, andere Uhrzeit, andere Position. Und ich glaube, so langsam ist jetzt vorbei. Wir haben es bald 23 Uhr im Game, dann ist auch langsam Schicht hier im Schacht. Es sind gerade noch ein paar Eschen reingegangen. Auch immer richtig schön, wenn die mit reingehen, denn die sind auch gerne mal im Café drin. Und wir gucken jetzt mal eben rein. Ich bin jetzt hier rauf und runter gelaufen. Es sind ein paar Rotlachse noch mit reingegangen. Also, ja, zwischendurch war ein bisschen Mittagspause. Erstmal schön den Wanst vollgeschlagen. Und jetzt ging es dann weiter. Ich habe einen gesamten Tag, glaube ich, geskippt, genau.
und habe dann weitergemacht, als dann quasi ein Tag gekommen ist im Kalender, in der Wochenanzeige im Game, wo wieder ein bisschen mehr Sonne drin war. Und den habe ich jetzt gerade noch mal ein bisschen durchgeangelt und zwar auch in verschiedensten Positionen. Ich bin mittlerweile hier gelandet, hier jetzt gerade hinter dem Busch stehe ich direkt am Wasser auf 127, 187, also hier direkt am 5,5er. Und ja, hier war es jetzt auch gar nicht so schlecht. Wie gesagt, auch gerade nochmal zum Ende hin mit den Eschen gar nicht verkehrt. Aber theoretisch würde ich jetzt sagen, hier die gesamte Zeile rauf und runter gelaufen. 2, 3 Würfe gemacht, je nachdem was gegangen ist oder wenn nichts gegangen ist, halt direkt weitergelaufen und sonst weiter getestet. Einfach mal den ganzen Bereich jetzt hier abgeklappert sozusagen mit diesem Setup, mit diesem Spinner. Und ich werde es noch weiter testen. Jetzt geht es gleich in Morgenstunden zu dem klassischen Spot. Ich glaube, ich werde den Bereich jetzt hier gleich einfach skippen. Ich teste gleich in den Morgenstunden, wenn es so langsam, ja, ich sag mal 4, 5 Uhr hell wird. Dann werde ich hier anfangen. Teste. Und werde dann vielleicht mal in diese Richtung zurückgehen. Nochmal bis ungefähr hierhin. Also, so viel dazu zum großen Testen. An der Yama zieht raus die Brocken, toi toi. Bisher war nichts unnormal Großes wie den König drauf hier auf diesem kleinen Spinner, auf dem feinen Setup. Hoffen wir mal so, dass das dann auch so bleibt. Und ja, ich würde sagen, Attacke Vollgas, probiert aus, wo da ein bisschen was geht mit sehr, sehr leichtem, ultra leichtem Set. Was man natürlich auch machen kann, das ganz normale Belaya Setup. Belaya Setup vielleicht, ne, wenn ihr in dem Levelbereich hier seid, vielleicht mal mit einer etwas besseren Rolle. Die Gold ist ja gar nicht verkehrt dafür. Eine 3000er Gold, das ist natürlich auch ein Ding. Hat auch ordentlich Bremskraft, hat eine gute Übersetzung. Also das Teil wäre auch durchaus eine Option, wenn man hier in dem Levelbereich unterwegs ist und noch das Belaya Setup hat. Dann einfach, wie gesagt, die Gold drauf klatschen, vernünftige Schnur drauf. Dann habe ich jetzt hier gerade ein, wie gesagt, 9 Kilo Vorfach. Ich habe mal wieder einen 60er produziert. 60 cm, 9 Kilo Vorfach. Ich hatte aber auch noch ein paar gemacht, die ein bisschen kürzer sind. So im Bereich von, was hatte ich? Genau, 30 cm, 40 cm. Also die 9 Kilo Dinger passend halt dazu. Und dann gib ihm. Ja. Das dazu, so viel dazu, kleiner Einblick aufs Rotlachsangeln, sehr, sehr geiles Ding, fettes GZ auch nochmal, wie gesagt, an Dark Guru für seine Trophy von über 5 Kilo, knapp über 5, absolutes Monster, sieht schon richtig cool aus und ich werde es hier gleich am nächsten Tag direkt nochmal weiter testen, wo ein bisschen was geht. Petri Lümmels zieht euch raus, die Rotlachse. Daumen da lassen, Kanal abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin.